Ja, Leute, der Glitch-TV hat einen neuen Glitch für euch. Und heute zeige ich euch ein Unlimited CryptoKey-Glitch in Call of Duty Black Ops 3. Es ist wirklich richtig einfach und ihr könnt es auch machen, ohne dass ihr gebannt werdet. Also ihr könnt es wirklich 100% ohne Angst machen. Kommen wir zum Video. Als allererstes müsst ihr euch in euer Hauptmenü begeben und dann schaut ihr erstmal, wie viel Zeit ihr noch für den wöchentlichen Auftrag habt, damit ihr nicht diesen Auftrag überspringt. Wenn ihr euch dann sicher seid, dass ihr das in eurer Zeit noch schaffen könnt, dann drückt ihr einmal die PS-Taste, geht oben auf Einstellungen und geht auf Datum und Uhrzeit und tut euer Datum einfach um 1 ändern und dann geht ihr wieder zurück ins Spiel und dann werdet ihr sehen, dass ihr von den Call of Duty Servern getrennt wurdet. Meldet euch wieder an, geht auf mehr Spieler, auf öffentliches Spiel und auf Schwarzmarkt und dann könnt ihr sehen, dass ihr eure täglichen Aufträge übersprungen habt. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Glitch und es würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.